Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable. Das Championat des Jorvik-Stalls ruft. 10 Minuten noch bis zum Start. Wir haben es hier gerade eingeblendet gesehen. Guck mal drüber. Nein. Ach Mist, die Fähre ist gerade weggefahren. So ein Ärger. Naja, nicht weiter tragisch, aber da reiten wir jetzt erstmal hin. Wir wollen ja mal bei einem Championat mitmachen. Wow, also ich habe schon gehört, dass das hier wohl ein sehr, sehr, sehr berühmter Club sein soll. Die Rain Mains. Ich habe mir mal so ein bisschen auch ihre Seite durchgelesen, habe gesehen, dass sie da so richtig eine Kleiderordnung für alles Mögliche haben. So ein Dresscode, wie man aufzutreten hat, wenn man bei denen Mitglied ist. Man muss sich da ja auch richtig bewerben. Also auf jeden Fall schon was Größeres. Aber ich muss echt sagen, ich fühle mich hier mittlerweile, das heißt mittlerweile, ich habe mich von Anfang an wohl gefühlt, aber ich bin echt froh, dass ich hier bei meinen North Mains bin. Ganz lieb. Alle hier drin. Sehr überschaubar von der Mitgliederanzahl. Ich weiß gar nicht, was so Maximum ist in aller Regel, aber es ist vielleicht auch ganz angenehm, wenn es jetzt nicht so arg viele sind, würde ich mal fast sagen. Ja, was macht man, wenn man auf die Fähre wartet? Ins Wasser hüpfen und Blödsinn machen. Wo ist denn die Fähre? Die Fähre ist gerade eben wieder in Jarlaheim gestartet. Ein bisschen müssen wir jetzt noch kurz warten. Hier scheinen gerade viele zum Championat zu wollen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit mir 9 Leute stehen hier und warten darauf, dass die Fähre kommt. Und da hinten kommt sie dann jetzt auch endlich. Oh, ich bin kribbelig. Ei, ei, ei. Nee, ich muss sagen, irgendwie so ein bisschen gesunde Aufregung gehört auch irgendwie dazu bei so einem Championat. Ich meine, es ist ja dann auch irgendwie positiv, wenn man so ein bisschen unter Strom steht, finde ich. Wenn man das jetzt so ganz gelassen sieht, so, ja. Das ist ja dann auch irgendwie nichts. Oh, steht Alicia hier wirklich gescheit auf der Fähre drauf? Jetzt schon eher, die stand hier eben noch auf der Klappe drauf. Oh, sie schafft es nicht mehr auf die Fähre drauf. Wie ärgerlich muss das denn sein, wenn die Fähre noch da steht? Aber man kann dann schon nicht mehr drauf, weil die Klappe gerade hochgeht. Das ist so echt so. Eine Seefahrt, die ist lustig. Eine Seefahrt, die ist schön. Da, 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 da. Denn da kann man Jorvik-Strand mal vom Schiff aus sehen. Oh Gott. Ich sollte aufhören zu singen und ich sollte aufhören, irgendeine Sachen zu texten. Was? Hier sieht fast aus wie so ein buckliges Reh. Hier ist der Buckel, dann war hier der Kopf und die beiden Flüsse sind das Geweih. Oh Gott, ich habe zu viel Fantasie. Puh. So. Jetzt geht's gleich auf. 6 Minuten noch, sagt mein Handy. 15.24 Uhr zeigt es an. Was sagt der Timer? Ui. Voll ist es hier. Voll ist es, voll ist es. Ja, mal gucken, ob wir vielleicht das eine Rennen noch schaffen, bevor das Championat startet. Müssten wir eigentlich. 10 Minuten noch. Ja, es ist mir eigentlich fast ein bisschen heiß. Gucken wir mal, was da hinten die Uhr anzeigt. Da hinten, hier wo die Fähnchen sind, da wo meine Maus wackelt, da ist ja schon der Championatsplatz. Und wie viel ist los? Da steht ja schon einiges drumherum. Obwohl, es geht eigentlich noch, muss ich sagen. 5 Minuten. Das ist mir, muss ich sagen, ein bisschen
bisschen zu knapp, jetzt hier noch großartig ein Rennen zu starten. Aber wir können uns hier trotzdem mal noch ein bisschen umschauen. Genau, hier, das müssen wir auch noch lösen. Das Rätsel um den Knopf. Wo wir mittlerweile schon ziemlich sicher sind, dass es definitiv Idun. Hier ist sie, Idun. Dass sie es war. Stein hat nur Dailies für uns. Okay. Möhrchen haben wir noch genug. Genau, und da hinten machen wir gleich noch das Rennen. Nach dem Championat hier. Warte mal, wo kommen wir eigentlich hin, wenn wir hier mit dem Transporter fahren wollen? Das interessiert mich jetzt mal. Gasthaus bei der Brücke. Ah, okay. Also, wir können... bis dahin. Das hier können wir zurücklegen. Das heißt, wenn man ganz schnell sein will, dann geht man wahrscheinlich, je nachdem, wo die Fähre ist, ist es wahrscheinlich wieder unterschiedlich schneller, ob man jetzt nur nach Fort Pinta geht und dann mit der Fähre fährt oder von Moorland zum Gasthaus und dann vom Gasthaus nach Jarlaheim. Ich glaube, das kriegt sich drum. Es kann schneller sein, aber es muss nicht unbedingt schneller sein. Anmelden. Hallo du. Bist du hier, um am Championat des Jorvik-Stalls teilzunehmen? Dachte ich es mir doch. Es wird nicht leicht, die Konkurrenz ist groß. Bist du bereit? Hast du deine beste Reitkleidung an? Okay. Wie sieht es mit Skydiamond aus? Hat er die richtige Ausrüstung an? Ja, die richtige Ausrüstung vielleicht nicht unbedingt, aber das Richtigste, was wir hier im Kleiderschrank haben. Okay. Dann wird es bald Zeit zu starten. Wenn du bereit bist, dann wünsche ich dir nun viel Glück. Möge die beste Reiterin gewinnen. Oh ja, das Championat des Jorvik-Stalls. Ein herausfordernder Wettbewerb, der um Jarlaheim herumführt. Folge den großen Flaggen, um den Weg zu finden. Pass auf die Hindernisse auf dem Weg auf. Der Wettbewerb findet in Gruppen von maximal 20 Teilnehmern statt und jede Gruppe hat einen eigenen Gewinner. Die Preise, die du gewinnen kannst, sind... Schleifen für den ersten, zweiten und dritten Platz. Gold, Silber und Bronzeschleife. Oder als Trostpreis immerhin 25 Jorvik-Schillinge. Ja, wir wollen teilnehmen. Oh, hier ist eine Gildenkollegin, eine Clubkollegin von mir. Linnea Greenlord ist da. Mit ihrem Araber Ice Spirit. Sie wünscht uns viel Glück. Komm, schreiben wir hier mal gerade. Danke dir auch. So, machen wir jetzt aber den Chat wieder zu. Humalala, es füllt sich hier, Wahnsinn. Oh, hier noch jemand. Christelle Blueland. Jetzt muss ich hier mal gerade... Clubleiter, genau. Wusste ich's doch. Ah, so. Wo stehen sie denn jetzt da? Eine Minute, 13 noch. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal einen Cut und wir sehen uns dann gleich wieder, wenn es weitergeht. Damit wir auch noch genug Zeit haben, gleich mal die beiden Rennen zu machen. Also, bis gleich, ihr Lieben. Tschüss. So, da sind wir auch wieder. Warte, Wettbewerbsgruppe wird erstellt. Jetzt dauert es nur noch kurz. Und wenn wir die Gruppe hier haben, dann müssen wir noch mal eben fix warten, bis das Rennen startet. So, noch mal ganz kurz hier in die Gilde gucken. Ich will endlich mal ein Champi im LP zeigen. Warum ist das? So, wir wünschen nochmal eben fix viel Glück. Wir haben unsere Gruppe hier gefunden, mit der wir zusammengewürfelt sind. Man wird dann nämlich so ein bisschen nach Spielerlevel zusammengewürfelt. Damit es nicht zu
ungleich verteilt ist. Nein, wir wollen nicht den Startbereich verlassen. Stopp, stopp. Was haben wir denn hier? Level 10er Reiter, Level 5er Pferd. Hier direkt neben uns haben wir hier 9 und 6. Hier hinten haben wir 14 und 14. Wow. Nee, die ist aber gar nicht Grace. Stella müsste die heißen. 7 und 4. Vom Level her bin ich ja hier gerade ganz gut, aber ob mir das so viel bringt, wenn ich mich total dämlich anstelle, dann bringt mir das auch nicht wirklich viel. Es geht los hin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh Gott, es geht los. Puh, weggekommen sind wir schon mal gut. Wobei das auch nicht immer hundertprozentig stimmen muss, was man hier sieht. Das ist schon mal alles ein bisschen verzögert. Oh, da rechts kommt die Meute. Hilfe! Los, Sky! Wir müssen doch zeigen, was wir können. Zeig, was du gelernt hast, Kleiner. Koppelinsel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hier muss ich durch, hier muss ich durch. Ich will hier nicht unbedingt über die Zäune springen. Jetzt bleibe ich am nächsten hängen, wie ich mich kenne. Hier müssen wir jetzt den Reitern ausweichen. Die sind gerade alle links. Das ist perfekt für uns. Das war jetzt gerade super, weil ansonsten können die uns nämlich behindern und abdrängen. Boah. Ich will jetzt gerade echt nicht wissen, wie mein Puls ist. Mir schlägt echt das Herz gerade bis zum Hals. Das ist Wahnsinn. Das ist, wie ein das mitnimmt. Aber auf der Map sieht es so aus, als ob wir ziemlich weit vorne wären, wenn wir hier unten mal schauen. Die blauen Punkte sind so weit weg, dass sie verschwunden sind. Aber es muss nichts heißen. Ich kann ja auch noch immer alles versauen. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich eine Abkürzung ist, aber mein Gott. Reiten wir einfach mal durch Stallbugs durch. Holen uns noch so ein Coffee to go. Meine Blödsinn-Labyrinthis steigt exponentiell, wenn ich aufgeregt bin. Boah. Das ist echt... Ich meine, in Alicia bin ich ja auch die ganze Zeit rennen geritten, aber... Ich sollte nicht nach hinten gucken. Aber da waren es halt... Da bestand ja das ganze Spiel nur aus Rennen. Und hier, wo ja ein Rennen doch was Besonderes ist, was man nicht so oft machen kann, da ist es schon so... reiß dich zusammen! Versau es nicht! Los! Lauf, mein kleiner Schatz! Lauf! Wir haben es nicht mehr weit, wir haben es nicht mehr weit! Das weiß ich, weil ich das Rennen schon ein einziges Mal geritten bin. Oh Gott, hier hätte ich abkürzen können. Dein ist das Ziel! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Noch ist niemand anderes da! Ja! Yes, yes, yes! Oh, Chat, 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 Chat! Hier, Ausdruck, wir sind glücklich! Du bist voller Glück, steht im Chat. Warum höre ich mich nicht lachen? Jetzt haben wir es gerade gehört. Oh Mann. Jetzt müssen wir noch ein bisschen hier warten. Eine knappe Minute, bis das Rennen vorbei ist. Okay, das hier wird eine bisschen längere Folge. Ich glaube, wir sind jetzt schon bei den etwas über 10 Minuten. Aber Gott, ist ja wurscht. Ist ja auch eine besondere Folge. Ein Championat! Und dann gucken wir uns gleich mal noch die Elite-Strecke vom Jorvik-Stall an. Boah, so viele Rennen in einer Folge. Ist ja der Wahnsinn! Hier stehen schon die anderen, die angekommen sind. Alexis Loberg, Lauren Lowfall. Lowfall? Weiß wirklich alles vom Namen?
Elsa Slowhall ist gerade angekommen. Wanda Queen. Was? Queen? Melinda Big Baker. Wir warten noch, die letzten 5 Sekunden laufen. Und da vorne stehen wir. Ja, erste Ergebnis 25. Was bringen eigentlich die Punkte? Weiß das jemand? Yay, yeah, und wir haben die Goldschleife. Die Jurvik-Jury hat dir deine Belohnung per Post, deine Belohnung per Post geschickt. Hole sie bei einem der roten Briefkästen, die überall herumstehen, ab. Yes! Ja, sehr cool. Komm, wir jubeln nochmal, weil es so schön war. Yeeha! Ja, cool. Oh, das freut mich. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, jetzt hält gerade langsam die Anspannung ab. Boah. So, auch zum Briefkasten. Jetzt können wir auch hier gerade mal noch die Post lesen. So, genau hier. Whale Day Championat habe ich gestern noch gemacht und habe nur einen Trostpreis bekommen, wie ihr seht. Was haben wir hier noch? Von Ellie Wolfbaker, Sepp LP. Hey, Cuddy, ist ja echt schwer, dich einmal zu adden, wenn du nicht online bist. Zumindest sagt mir das immer das System. Wäre echt cool, wenn wir mal was zusammen machen können. Ich bin ja mal optimistisch, dass wir auf dem gleichen Server rumeiern. Momentan kann man ja scheinbar nicht nachschauen, geschweige denn wechseln. Bei deinem Reitclub solltest du dich dazu entscheiden, einen zu gründen. Ich bin natürlich mit dabei. Ja, okay. Einen Reitclub werde ich hier in Star Stable nicht gründen. Wenn ihr Lust darauf habt, mit mir zusammen in einem Club zu sein, könnt ihr entweder hier bei den North Mains anfragen oder, sag ich jetzt einfach mal ganz dreist, ohne vorher gefragt zu haben. Oh, ich hoffe, jetzt ist mir keiner böse. Aber wenn Alicia Online dann richtig losgeht, da werde ich auf jeden Fall einen eigenen Club erstellen und dann seid ihr alle ganz herzlich eingeladen, dazu zu mir zu kommen. Könnt ihr alle da reinkommen? Morgen ist Silvester, also lass es ordentlich krachen. Oh Gott, da könnt ihr sehen, wie lange ich schon nicht mehr am Briefkasten war. Liebe Grüße, Elli. Ja, liebe Grüße zurück an dich, Elli. Schreibe ich auch nachher noch, wenn die Folge vorbei ist. Hier, Vivian Darkstar, großes Lob. Hi, ich wollte euch einfach mal loben für euren echt coolen Kanal. Ich schaue eure Videos echt gerne und hoffe, dass ihr so toll weitermachen werdet. Deine Vivian. Oh, danke schön. Ja, wir geben uns die beste Mühe, so weiterzumachen, aber wenn wir auch wirklich Schleim, so tolle Zuschauer haben, nee, wirklich, ich bin echt happy. Ihr seid tolle Community, so aktiv von den Kommentaren her und super. Bleibt ihr auch so? Und sie fragt noch, ob wir mal was zusammen machen könnten, dass sie mir etwas in Whale Day zeigen möchte, einen coolen Aussichtspunkt. Das können wir auf jeden Fall mal machen, liebe Vivian. Wahrscheinlich, wenn die Folge hier kommt, habe ich dich deswegen schon mal angeschrieben. Die kann ich dann ja auch mal irgendwann in der Folge zeigen. So, jetzt noch, yay, unsere Schleife. Also ich schreibe euch dann gleich noch zurück. Oh, ist die schick, ist die schick. Sehr schön. Ach komm, die nehmen. Die nehmen wir jetzt mal. Toll. Aha, schön. Passt zur Satteldicke. Cool. Genau, Elite-Strecke des Jorvik-Stalls. Die machen wir jetzt mal gerade. Den Jorvik-Stall-Wettbewerb haben wir uns ja schon mal angeguckt. Aber wie versprochen, werde ich auch definitiv mal jede einzelne Rennstrecke nochmal in einem Video unter die Lupe nehmen. Jetzt machen wir erstmal die hier. Hallo Dina. Du machst dir im Jorvik-Stall ja einen richtigen Namen als fleißige Reiterin. Bist du an einer Herausforderung interessiert? Ja? Super. Ich habe eine neue Rennstrecke aufgebaut, die dir gefallen könnte. Sie ist nicht ganz leicht, aber du solltest es schaffen. Ich habe schon seit einiger Zeit eine Strecke für die richtig erfahrenen Reiter bauen wollen. Was sagst du? Bist du bereit, die Elite-Strecke des Jorvik-Stalls zu testen? Ja, mehr als bereit. Ich bin gerade voll motiviert. Ah, hier. Guck mal hier. Ja, hi Storm, liebe Grüße. Was ein Zufall. Ach, jetzt reiten wir auch noch gleichzeitig. Ist ja cool. Warum konnte ich nicht springen? Warum konnte ich nicht springen? Das verstehe ich jetzt nicht.
Okay. Nochmal von vorne. Das denken wir uns jetzt ja einfach mal gerade weg. Jetzt geht's. Sehr merkwürdig. Schade, jetzt hatte ich gedacht, wir könnten hier quasi zusammen das Rennen reiten. Wenn man hier schon mal durch Zufall jemandem begegnet. Ui. Das sind ja richtige Hindernisse aufgebaut. Hey, die Strecke gefällt mir. Die ist ja richtig, richtig Hammer. Aber es ärgert mich gerade, dass ich jetzt den Anfang hier versaut habe. Okay, hier auch nochmal was versaut. Aber da am Anfang, keine Ahnung, woran das da gelegen hat. Ob ich da einfach irgendwie zu spät gedrückt habe oder vielleicht habe ich mir auch nur eingebildet, ich wäre gesprungen. Was mache ich denn hier? Mensch, jetzt hier, es lief eben das Championat so gut und jetzt versaue ich hier alles. Ja, egal, hier geht es ja um nichts. Hier reite ich drumherum. Ansonsten komme ich da über die Blumentöpfe nicht drüber. Und da sind wir auch schon wieder. Ja, cool, also ich habe zwar hier die Strecke ziemlich versaut. Aber egal, macht nichts. Wow, sehr gut geritten. Sag Bescheid, wenn du mal wieder reiten möchtest. Hm. Komm, jetzt haben wir die Strecke, haben wir die Folge schon so lang hier. Jetzt machen wir die Strecke auch noch einmal. Diesmal bitte besser. Nehme ich euch jetzt hier noch auf die tägliche Quest mit, wo wir die Strecke nochmal reiten können. So, geht doch. Na bitte. Das sieht doch jetzt schon ganz anders aus hier. Tja, lange dauert es auch nicht mehr. Dann wird Sky schon Level 15. Och Gott, es geht so schnell, dass die Pferde erwachsen werden. Dabei kommt es kommt mir tatsächlich erst so vor, als hätte ich ihn gestern erst gekauft. Dabei ist Sky ja jetzt sogar schon... Wie lange ist er jetzt schon hier? Weiß ich gar nicht. Aber ein bisschen was ist es schon. Ich habe jetzt sowieso über die Feiertage so komplett mein Zeitgefühl verloren. Also wir haben ihn auf jeden Fall im letzten Jahr gekauft. Haha. Jetzt habe ich schon wieder versaut. Jetzt habe ich den Kontrollpunkt falsch genommen. Ach Mann, mit mir ist heute anscheinend gar nichts mehr anzufangen. Wie gut, dass ich die Strecken nochmal einzeln mit euch abreite und dann nochmal Special-Folgen zu machen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Echt hier, ich hole Nuss. So, gut. Nach dieser übermäßig langen Folge, bei der wir jetzt, glaube ich, schon bei fast einer halben Stunde sind. Oh mein Gott. Sorry, dass ich euch hier so lange zuperlabert habe. So, nach dieser super langen Folge. Nein, jetzt gerade nicht. Möchte ich mich jetzt erstmal wieder von euch verabschieden. Wir haben viel erlebt heute. Wir haben ein Championat gewonnen und zweimal die Elite-Strecke nicht so toll gemacht. Naja, das kommt schon noch. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Und bis morgen. Tschüss.